Moin, freaking moin, willkommen zurück zu Let's Play Jokowatch Pony. Ich bin gerade vom Livestream gekommen. Ja, war ziemlich erfolgreich. Zwei neue Teammitglieder habe ich nun im Event bekommen. Goku, Shogunan und ich. Mehr als zufrieden, mehr als ein Snickers. Und ja, heute machen wir wieder ein bisschen Backtracking und wir fangen mit dem nächsten versteckten Level Nummer 3 an. Ja, ich habe natürlich geht's weiter mit dem Thema, was ist denn überhaupt mein Lieblings-Jokowatch-Game? Ne, es gibt ja schon so viele, hier erwähne ich mal alle: Jokowatch 1, Jokowatch 2, KS, Gigi und Gigi, Jokowatch Blasters, Rotkatz Kommando, Weiß Wonder Brigade und Motorstruppe. Aber wenn es eigentlich nur ein Update-Motorstruppe war, dann gibt es noch Jokowatch 3. In Japan gab es Sukiyaki Tempura, glaube ich, noch. Und Sushi noch, ne? Und es gibt noch Jokowatch 4 und Jokowatch 4 Plus Plus. Ja, das und noch Jokowatch 1 vor Nintendo Switch, Jokowatch Busters 2 gibt's noch. Und ein paar weiter Games. Jokowatch Busters 2 habe ich nie geschaut. Oder so, ne? Kennen davon nichts, also wird auch nicht in meine Bewertung reinschießen. Nee, ne, wenn du verstehst. Und ja, wir haben, glaube ich, mit Jokowatch 3 kommen wir jetzt. Ich habe jetzt schon Jokowatch 1, Jokowatch 2 und Jokowatch Blasters durch. Er hat mir sogar geschrieben, wie seine Spielliste aussehen würde. Danke, dass du mir gesagt hast und geteilt hast. Meiner Meinung nach ist das schon deutlich anders in dem Spiel. Ne? Aber dazu komme ich noch ein bisschen später. Ah, das Gebiet hier! Ist es überhaupt... Ist er ein Booster? Weil der... Als jemand hat er gerade keine Waffe auf mich stand. Hm? Ja, was macht Goku Shogunan? Vielleicht kann er mir in den Kommentaren schauen, was er macht. Macht er Schaden? Macht er nicht Schaden? Boostet er? Ich hab keine Ahnung. Macht er beides? Aber naja, ich bin wieder bei Jokowatch 3. Jokowatch 3 hat jedenfalls von den Games. Als Jokowatch 4 kann ich sie wirklich beurteilen, aber Jokowatch 3 hat auf jeden Fall von den 3DS Games auf jeden Fall am meisten Content. Kostet am meisten Speicherplatz, habe ich selber sogar. Und ja. Bei Jokowatch 3 habe ich leider mehr Kritikpunkte bis jetzt. Jemand immer mehr Kritikpunkte als positive Punkte. Schon immer eigentlich. Als ich nicht immer gehabt, wo ich zum ersten Mal nachgeholt habe, bzw. gezockt habe, das war an meinem Geburtstag, vor einem, nicht ganz einem Jahr, und zwar am März, am 25. März 2021, habe ich nachgeholt. Also vor einem Jahr, beziehungsweise vor ein paar Monaten nachgeholt, Jokowatch 3. Ja, das mir auch, ich habe sowas von durchgesucht, weil ich einfach die Story interessant fand. Ich fand zwar die Konzepte und so am Anfang richtig geil, aber da ist mir auch ziemlich schnell aufgefallen, du machst immer nur das gleiche in der Story. Ne? Es war jedenfalls immer bei Nathan immer das gleiche. Bei Erika jetzt nicht ganz immer. Nur da, wo Nathan und Erika aufeinander getroffen sind, war auch für Erika das immer das gleiche. Also du hast immer Mysterium gelöst. Und ich weiß wie ihr es findet, aber ich mochte es nicht so ganz. Weil du hast immer nur das gleiche getan einfach. Ne? Da hattest du nicht mal Abwechslung drin. Immer nur, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Und du hast Bot. Das ist eine Strichliste. Und das ist irgendwas Besonderheit oder so, oder Spuk ist. Und das müssen wir auf Grund gehen. Und es war halt immer und immer und immer so. Das könnt ihr nicht mehr leugnen. Es war wirklich immer so. Ne? Und das fand ich nicht so geil. Nur Mysterien lösen. Come on.
Ne? Und der Fan, der Endboss hat auch nicht verbessert gemacht. Bin ich auch wieder ganz ehrlich. Das heißt, ich, Jokoc 3 habe ich nie beim Endboss trainiert. Bei Jokoc 2, Jokoc 1 trainiere ich immer beim Endboss, weil es so viele massig Erfahrungspunkte gibt. Aber in Jokoc 3 brauchst du gar nicht. Du kannst dir einfach auch den T-Blaster machen. Es gibt viel mehr Erfahrungspunkte. Warum soll ich das nicht machen? Und ja, Jokoc 3 finde ich schon deutlich. Das ist schon einer der schwächeren Teile. Aber man kann sich, jetzt wo ich nur negative Punkte aufgezählt habe, muss ich da auch positive Punkte aufzählen. Natürlich. Und jetzt geht's zur Kanalisation C übrigens. Und zwar, positiv kann ich euch jetzt schon freuen, ist der freaking Content. Die Story war zwar unendlich lang, da hast du 100 Stunden oder so gefühlt für die Story gebraucht. Jemals bei mir sind, glaube ich, über 100 Stunden nur in der Story oder 80 Stunden in der Story verbracht sind gewesen. Also hat mega lange gedauert. Bin ich von auch neue Gebiete hinzugefügt. Ja. Das. Ach, ich habe übrigens noch einen Kritik, ne? Endlose Fernheimische Party ist nicht da. Aber, ein positives Ding ist auch eindeutig Content. Es gibt viel mehr Quests. Das ist auch positiv. Auch viel mehr Jokers als in anderen Teile. Schließlich gibt es die komplette USA-Jokers in einem Game. Das finde ich auch noch gut, dass da die richtig viel Arbeit noch reingesteckt sind für Joker-Designs. Aber das Blöde da halt ist, 3/4 der Jokers merkst du dir nicht mehr. Cryptor, QB, die Jokers sind einfach zu schwach im Spielverlauf. Die meisten können einfach die Enders nehmen. Ja, echt weird. Man kann einfach die Enders nehmen. Man kann ein komplettes Team aus Enders machen. Womit du im Prinzip gegen jeden eigentlich gewinnen kannst. Zum Beispiel, ich habe 6 Enders. Ja, mein Team besteht einfach aus 6 Enders. Du weißt, nee, aus 5 Enders und einem und Alpina. Daraus besteht einfach mein komplettes Team. Ich würde das schauen. Ich kann es einfach machen. Wird ja nicht verboten, also. Machen, ne? Aber warum soll ich nicht machen? Ich meine. Ach so, der macht Schaden, ist das Spiel. Der entfernt manche Yokais. Oh, 5 Millionen. Punkte, geil. Und wie gesagt, Jokoc 3, ja, er war zu lang gezogen, leider. Darum wird es auch, ja, ist auch eigentlich nicht Platz 1. Aber dafür haben die eigentlich einmal Lieblings-Jokers, und zwar Meister Ender eingeführt. Darf ich auch einsteigen. Ich weiß, Jokoc Blast, es gibt schon Meister Ender, aber genau genommen ist es ein Jokoc 3 Yokai. Aus New Jokoc City, und die haben schließlich das Blasthaus. Das Blasthaus in New York City gemacht. Früher hat man sich noch in Blast genannt. Was ist das für eine Gegend? Die kennt man noch gar nicht. Aber jetzt weiß man es aus Jokoc 3 ist die Gegend. Finde ich auch geil. Dass die einfach New York City das Ganze gemacht haben. Am New York City hast du nie wirklich getroffen. Noch so ein Ort mit Salbtraum und Blast, das gibt es einfach in Jokoc 3 auch nicht. Oder gibt's den? Also, meiner Meinung nach. Und es wird noch neu legendären Yokais, aber niemand, wirklich niemand benutzt legendäre Yokais da. Wenn ich benutze, auf die Amerika-Legende, die kannst du eh per QR-Code bekommen, also. Ja. Warum brauchst du da die legendären Yokais, bitte? Ne? Und du hast auch noch Enders, ja. Ja, alles wird da abgewertet einfach nochmal, ne. Wird zwar wichtig, die sind viel zu schwach für das Game. Ja, die kannst du in der Mülltonne kloppen, ne. Das ist gleich Problem auch in Jokoc 4, ne. Alle Jokoc 1 Jokoc können da einfach nicht mithalten. Ne. Kannst halt nicht sagen.
Aber was ist denn jetzt mein Lieblingsgame der Jokotsch-Teile? Ich würde schon sagen, die alte gute Zeit Jokotsch 1. Wie toll. Das hat einfach alles richtig gut gemacht. Es war nicht zu lange. Du kannst damit 300 Stunden verbringen, was ja aber nichts wirklich bringt. Aber es, ich mochte es einfach. Das war wirklich mein Favorite Game. Aber es ist Jokotsch. Ja, Platz 2 wird schon schwierig. Ach, ja, stimmt, Schüsse Quest, die waren alle furchtbar. Danach würde ich schon Jokotsch Plaza sagen. Weil da gab es keine nervigen Schlüssel, ey. Irgendwas, keine richtigen Schlüssel Quests. Und die Schlüssel Quests, boah, die waren immer unnötig. Und die gibt es in allen Jokotsch-Teilen. Weil warum soll es jetzt diesen Mensch helfen? Warum begründet das mal? Ne? Die Nathaniel Schlüssel Quest, ne? Mit dieser Modell 0. Die waren wenigstens noch cool. Weil, ne, da hattest du einen Grund, die Schlüsselquest überhaupt einzubringen und zu machen. Ne? Aber Bro, du musst ihm jetzt in Jokotsch 3 einen Polizisten Pizza liefern als Schlüsselquest. Warum? Du musst ihn mit Zikade in Jokotsch 2 fahren. Warum? Begründe das doch mal. Es ist einfach Spielsprechung und es ist halt nicht nötig. Ich habe jetzt sau krass gelabert und sau krass gehatet, bin ich natürlich ganz ehrlich. Boah. Überhaupt nicht cool, Alter. Aber wie gesagt, Blast ist mein zweites Lieblingsgame, aber mein drittes Lieblingsgame. Schon Jokotsch 3, oder? Ja, gibt's schon noch. Ah, das sind Jokotsch, Puni Puni und Rimworld gibt's ja auch noch. Aber die sind auch noch okay, die sind nur so Knitzkasspin-Offs. Aber ich mag die Games trotzdem ziemlich sehr. So, aber mein drittes Game würde ich schon trotz Jokotsch 3 sagen. Ich habe damit mehr Zeit verbracht. Ja, das ist wegen Ender einfach. Auch schön. Platz 4 würde schon... Boah, ab Platz 4 wird schon schwieriger. Jokotsch 4 kann ich einfach nicht bewerten, Platz 4. Jokotsch 2. Jokotsch Puni Puni. Ja. Und rein zu Jokotsch Rimworld bis ganz unten, kann ich sagen. Wurde eh abgestellt. Jokotsch Puni Puni ist eh besser. Eigentlich. Aber Platz 4, Digi. Ich hab keine Ahnung. Ich würde schon Jokotsch 2 sagen und Jokotsch Puni Puni darunter nochmal. Ich würde ja gerne die Jokotsch-Teile gerne alle Let's Playen, aber das Frosch Capture Card. Ja, dann würde ich Jokotsch 1 mir nochmal kaufen, Let's Playing mit Capture Card und richtig schön machen. Das heißt ja auf Jokotsch 2, Jokotsch 3. Kann ich aber nicht. Deswegen Jokotsch 1 muss ich mir nochmal kaufen, Jokotsch Blasters. Geht gerade auch nicht. Ne? Würde schwierig werden. Sagen wir so, wie es ist. Würde ich fast fühlen, Jokotsch 1 und 2 zu Let's Playen. Aber ja, geht halt erstmal nicht. Wird vermutlich auch nie auf meinen Kanal leider kommen. Aus vielleicht an die Twitch-Version noch. Übrigens, von der Story her finde ich Jokotsch 2 noch ein Ticken besser, oder? Boah, ich weiß nicht, was ich da noch so weil ich finde es einfach geil. Aber doch, Jokotsch 2 hat noch viel ein krasseres Story. Jokotsch 3, mein Gott, Jokotsch 3, boah, ich weiß nicht, warum ich euch Story zählen lasse. Boah, nur ganz am Ende wird wirklich von der Story erzählt eigentlich. Gefühlt. Ich hab's lange nicht mal gezockt, das muss ich zugeben. Aber nur ganz am Ende wird da einfach das relativ. Du hast nie was von meinem Daddy erfahren. Ja? Du hast nie was von ihm erfahren eigentlich. Aber noch gut. Ich sag Platz 4 ist dann nochmal Jokotsch 2. Würde ich schon sagen.
Das meiste, was mir nur gestreut Spaß gemacht hat, war welches Postgame, ganz ehrlich. Ach, wir haben noch einige Level vor mir eigentlich. Oh. Hoffe, ihr seid nicht lieb, wenn ich jetzt euer Spiel nicht, also euer Lieblingsspiel jetzt nicht so mega geil fand. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht lieb oder so. Ihr habt halt seine eigene Meinung. Hm. Aber ja. Ich fand auf jeden Fall alle Yokai Games okay. Mindestens okay sind alle. Yokai Spielbar war einfach nur okay. Zu wenig Content. Jetzt möchte ich hier auch noch rum. Yokai Puni Puni war natürlich deutsch besser, aber guck mal, das ist auch die japanische Version. Läuft ja immer noch. Events sind da und so, ne? Zu wenig Events hat Yokai Spielbar. Und die drei. Yokai 3 Maps sind, glaube ich, nicht alle da, ne? Schau mal. Ich freue mich mega auf die Hopper Scott. Ne? Im Let's Play. Das wird so ein Spaß. Generell. Alle Level werden so ein Spaß von Yokai 3 Maps. Ich. Ja, Abfrag habe ich auch nur mit Bezahlen geschafft, weil ich Abfrag einfach überhaupt nicht verstehe. Ich überlege, dass ich, ob ich die Joghurt. Nee, das kann ich auch nicht bringen, wirklich. Ich könnte rein theoretisch die Joghurt schreiben, dass ich auch im Stream machen, aber nee. Weitere 3 Millionen Punkte. Level 3-6. Gegen Cobra Mods. Das ist mir gerade einfach viel zu Video, kann ich von dir auch noch, ey, oh. Weil Kanalisationen sind überhaupt nicht spannend und das Thema ist halt jetzt auch wieder vorbei, leider, ne. Yokai 1 und Yokai 2 natürlich auch so Kritikpunkte, das will ich jetzt auch nicht leugnen, ne. Ne. Aber Yokai 1 ist also Legende besonders für den allerersten Teil. Der Yokai Teil. Oh. 3 Millionen Punkte, Big Schmeck, schmeckt null. Okay, Level 3, 7, ich glaube, das ist das vorletzte Level, auch für diese Folge. Ich kann nicht mehr.
Ah, ich kann nicht mehr. Weil ich spiele das Game gerade 2 Stunden, also fast 2 Stunden hintereinander. Ich kann nicht mehr. Schon im Stream saulang gezockt, jetzt auch noch mal richtig lang gezockt. Ja, es ist mir einfach zu viel. Und demnächst kommt auch, also es wird noch vermutlich noch ein Abschiedsstream gehen. Vermutlich. Ja, wie beim letzten Mal auch so ein Abschiedsstream, wo wir nochmal Viktor bekämpfen. Wenn ihr Bock drauf habt, ja, wenn nicht, machen wir keinen Abschiedsstream. Wenn ihr keinen Bock habt, dann ist gerne in den Kommentaren, ne? Ja, kommt nur drauf an, wie viel Bock ihr überhaupt habt. Ja, sonst brauche ich auch gar nicht das machen. Hat er nicht. Kriegt halt nicht mehr voll. Relativ wenig Punkte. Aber ist ja auch egal. Jetzt. Gleich. Kommt der Boss. So, die können jetzt endlich auch weitergelevelt werden. Level 3,8. Letztes Level für die Folge. Und in der nächsten Folge geht es auch endlich weiter mit dem nächsten Gebiet. Mit dem nächsten großen Gebiet jedenfalls. Sehr geil, bin ich natürlich. Auf die Jokers, die wir treffen. Und ich weiß noch, da gibt es eine Mission, die richtig assi war. Ja, ziemlich easy. Und diese Punkte? Ja, okay. Funnels. Und dann sind wir am Jörg Martin. Jetzt komm.
Plattler, dich brauche ich nicht mehr. Aber ich erwarte ja auch nichts Krasses. Jamsel. Gut, das wär's. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann, schön, euer Spiky King.